Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, liebe Gläubige. Zum 10. Sonntag nach Pfingsten sind wir mit der strengen Gerechtigkeit Gottes konfrontiert. Sehen wir doch den Frommen, seine geistlichen Pflichten sozusagen, aber eben materiell nur nicht formell erfüllenden Pflichten, den Pharisäer ungerechtfertigter Dinge nach Hause gehen. Das heißt also, er kann ins Himmelreich nicht eingehen. Und der Zöllner, der Sünder, ein öffentlicher, also der wirklich ein Sündner ist, der sich aber augenblicklich seiner Sünde bewusst vor Gott verdemütigt und um Verzeihung bitten, der geht gerechtfertigt nach Hause. Was für eine ungeheure Realität, wenn diese zwei danach plötzlich sterben sollten. Der eine im Himmelreich, der andere im Ort der Hölle, nachdem er ein Leben lang schön brav Almosen gegeben hat, gefastet hat, gebetet hat, dies gemacht hat, jenes gemacht hat. Wir sind also in diesem Sonntag mit der Gerechtigkeit Gottes konfrontiert, aber auch mit seiner Barmherzigkeit, bitten wir ja in der Tagesoration, Deus qui omnipotentiam tuum percendo maxime et miserando manifesta, so Herr, der du deine Allmacht vor allem mit dem Nachlass der Sünden und mit deiner Barmherzigkeit offenbarst. Und dann bitten wir also, dass er seine Barmherzigkeit über uns vermehren möge, auf dass wir zu seinen Verheißungen laufen und die ewigen Güter des Himmels erlangen mögen. Und so wie die Lesung uns sagt, natürlich eben aus Barmherzigkeit Gottes können wir das, tun wir das, auch verdienen wir es. Aber nicht ohne die Barmherzigkeit Gottes, ohne die Gnade Gottes kann niemand sagen, den Namen Jesu Christi würdig aussprechen. Ja, liebe Gläubige, es ist also nicht eine Erfindung, es ist nicht eine Metapher, wenn wir in der Früh aufstehen und das Gebet beten, wie wir es als Kinder gelernt haben, dass wir dem lieben Gott danken, dass er uns in dieser Nacht bewahrt hat, dass wir Christen sind. Und dass wir ihn bitten, unsere Pflicht tunlichst zu erfüllen, damit wir dereinst mit ihm im Himmel uns seiner erfreuen dürfen. Das sind nicht Metaphern. Genauso wie nicht die Hölle eine Metapher ist. Da müssen wir Johannes Paul II., Karl Wojtyla widersprechen, der also von der Hölle spricht wie von einem wunderbaren Moment des Aufweckens der christlichen Geister vor weiß ich welcher großen geistigen Realität, aber letzten Endes dann die Hölle darstellen lassen als einen leeren Ort, wo sowieso niemand drinnen ist. Leider Gottes, nein. Die Hölle ist wohl ein Ort, an welchem das ewige Feuer, und zwar ein wirkliches Feuer, brennt und in welchem die armen Verdammten ewig brennen, und das ist nur die geringste der Qualen des ewigen Feuers der Hölle. Es sind keine Metaphern. Also Gott ist wirklich, Gott hat uns wirklich für die Ewigkeit bestimmt. Hier auf Erden sind wir, um diese Ewigkeit zu erlangen, und um das zu tun, lehrt uns das heutige Evangelium, dass drei Sachen so notwendig sind. Erstens die Demut, zweitens die Buße. Ja, er schlägt sich an die Brust, der Zöllner. Und heiliger Augustin sagt, er bestraft sich. Er züchtigt sich. Dieses an die Brust schlagen, das wir auch tun vor der Heiligen Kommunion, ist
eine symbolische Geste, aber eben auch der körperlichen Abtötung. Jener Buße, ohne die man keine Verzeihung der Sünden erlangen kann. Demut, Buße und dann natürlich Bekenntnis der eigenen Schuld. So wie der wirklich Schuldige, der wirkliche schuldige Sünder, es ist ja nicht auch das nicht eine Metapher, es ist wirklich ein Sünder, der in den Tempel eintritt, aber eben ganz hinten sich nicht einmal traut, die Augen zu Gott zu erheben, sondern nur an die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Noch einmal zum Unterschied des Pharisiers. Der Pharisier geht auch in den Tempel, um zu beten. Aber sein Gebet sieht so aus, dass er Gott überhaupt nichts bittet gar nichts. Gott bittet um gar nichts. Und das Inhalt des Gebetes ist nicht nur er selbst, sondern ganz explizit er selbst von allen anderen abgesondert. Ich bin gerecht, bin nicht so wie alle anderen, die ungerecht sind, und sie sind Diebe und sie sind Ehebrecher und sie sind was noch alles. Sagt der heilige Augustinus, wenn er zumindest gesagt hat, wenn er zumindest abgeschwächt hätte und gesagt hat, ich bin nicht so wie einige, nein, alle anderen, nur ich bin gut, nur ich bin heilig. Natürlich, es ist so stark ausgedrückt, dass einer versucht wäre zu sagen, naja gut, Gott sei Dank bin ich nicht dieser Pharisäer. Das ist gar nicht gesagt. Es ist gar nicht gesagt, dass in meiner inneren, auch psychologischen Haltung, ich dann nicht doch der Pharisäer bin, der mich eigentlich aus allen herausnimmt. Und nachdem ich gelernt habe, dass 2 und 2 4 ist, ich irgendwie überzeugt bin, dass es außer mir niemand weiß, weil ich habe es jetzt gewusst. Sehr gefährlich, dieser Der Hochmut ist wohl die Wurzel aller Sünde und ist umso gefährlicher, als er sich selbst in die Tugend oder sogenannten Tugendakte einschleichen kann, die er dann natürlich durch den Hochmut ihres eigentlichen, wirklichen Tugendwertes ja verlustig werden. Nämlich die Ehre Gottes und seine Verherrlichung. Aber vergessen wir nicht, dieser nicht gerechtfertigte Pharisäer hat zweimal in der Woche gefastet, gibt Almosen, gibt den Zehnten, hat also wirklich sozusagen materiell getan, was er zu tun hat. Das alles für uns also eine sehr große Lehre, liebe Gläubige, die uns in die Knie zwingt, die uns verstehen lässt, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Kräfte, physischen Kräfte, die geistigen Kräfte, die mentalen Kräfte auf die übernatürlichen Dinge richten müssen, daher die Notwendigkeit des einfach verrichteten Gebetes, dem aber auch das Gebet der Betrachtung, das betrachtende geistige Gebet folgen muss, in welchem wir uns diese Wahrheiten, die Wahrheit des Himmels, aber auch die Wahrheit des Fegesfeuers und der Hölle vor Augen stellen und somit mühsam uns Gewalt antun, aber unsere tägliche Arbeitspflicht richtig einstellen und im richtigen Rahmen vollführen. Und dies ist somit dann nicht eine Weltflucht, sondern das sind die einzigen zwei Hörner, bei denen man die Welt am Kopf anfasst und sie bezwingt. In dieser Welt, durch unsere Pflichten, Buße für unsere Sünden zu tun und uns das ewige Leben zu verdienen. Und nicht nur ist das der Weg für unser Seelenheil, es ist auch der Weg für das Heil anderer, weil wir dadurch ja Beispiel werden für andere.
Dadurch helfen wir anderen aus der Sünde heraus und werden uns hüten, sie in der Sünde zu bestärken, natürlich. Und wir werden uns hüten, wenn wir diese Dinge erkennen, uns zu rechtfertigen mit der Masse, mit der Masse der sogenannten Katholiken, die ja nichts mehr glauben. Ja, dann brauche ich auch nichts mehr glauben, es glaubt ja sowieso niemand mehr was. Davor werden wir uns dann hüten. Und dieser Weg der Erkenntnis und des Lebens angesichts der Barmherzigkeit, aber auch der unendlichen Strenge Gottes, lässt uns dann auch die Geschehnisse auf dieser Welt anders beurteilen. Erstens sind wir also felsenfest überzeugt von der Wirklichkeit des Himmels, von der Wirklichkeit der Hölle. Und sagen mit dem heiligen Chrysostomus und antworten mit dem heiligen Chrysostomus diejenigen, die sagen, naja, das ist jetzt nicht so wirklich wörtlich zu nehmen mit der Hölle, und vor allem ist ja der liebe Gott doch dann doch gut und er verzeiht ja dann doch den Sündern. Und somit hat der Henri de Lubac letzten Endes doch recht, dass zwar, wenn die Hölle existiert, dann ist sie leer. Dann sagt der heilige Chrysostomus, da möchte ich dem Herrn de Lubac antworten. Und den Modernisten will ich antworten. Sie sagen, dass der liebe Gott gut ist und dass er niemanden in die Hölle schicken wird. Sei es, sie sind sehr mutig, denn auf ihre eigene Kappe sprechen sie ein Urteil für die Zukunft aus. Ich antworte ihnen nicht mit meiner Meinung. Ich antworte mit dem, was schon geschehen ist, mit der Vergangenheit, was Gott schon getan hat. Ja, ist nicht vielleicht der reiche Prasser nicht in der Hölle und der arme Lazarus im Himmel? Und der reiche Prasser für immer in der Hölle und der Lazarus immer im Himmel? Sind nicht vielleicht die törichten Jungfrauen in der Hölle? Sind sie nicht vielleicht verstoßen worden von unserem Herrn? Sind nicht die Städte, die diejenige Laster betrieben haben, von denen Herr Bergoglio sich ja fast schämt zu sprechen, wie sie nicht einmal nennen, sind die nicht in Schwefel und Feuer zerstört worden? Dort, wo heute das Erdöl ist, sind sie nicht vielleicht Erdöl geworden, das heute die Araber am Dollar verkauft? Ist nicht das Heer der Ägypter vernichtet worden in den Wassern des Toten Meeres, als sie das aus erwählte Volk vernichten wollen? Sie sind vernichtet worden. Und hat schließlich Gott vielleicht nicht die ganze Erde in der Sintflut verdient? Also zu sagen, dass die Gerechtigkeit Gottes nur so eine Art und eine Redewendung ist, ist wirklich sehr kühn und geht gegen die Offenbarung und vor allem gegen das, was schon geschehen ist und augenblicklich auch geschieht, jenes Feuer, das nie erlöschen wird, wie der heilige Markus sagt in seinem Evangelium, wenn er von den Ehebrechern spricht. Also sehen Sie, das macht dann schon unsere Lebensauffassung, unsere Lebenseinstellung und auch unser tägliches Leben und auch das Erleiden der täglichen, augenblicklichen Mühsalen ganz anders. Und gleichzeitig aber sind wir dann nicht weltfremd, sondern sind wir voll in der Welt drinnen. Weil das ist auch der Schlüssel, um das Weltgeschehen zu erfassen, zumindest in großen Zügen. So, dass es genügt ist, daraus die Ehre Gottes zu suchen und ihn in allem zu preisen. Denn während das einzelne Individuum auch in der Ewigkeit nach seinem Tod belohnt oder bestraft wird für das Gute oder das Übel, das er getan hat, aufgrund der Folgen seiner Taten hier auf Erden, auch nach seinem Ableben, im Guten und im Schlechten, so ist das nicht der Fall für die Kollektivität, für dein Volk. Ein Volk wird nicht als Volk in der Ewigkeit belohnt oder bestraft werden, sondern das geschieht alles hier auf Erden. Somit ist der ganze Sinn der Weltgeschichte darin zu sehen, wie Gott sich ein Volk auserwählt hat, es beschützt hat, diejenigen bestraft hat, die in das Übel wollten, oder
andere Völker verwendet hat, es zugelassen hat, dass sie sein auserwähltes Volk bestrafen, wenn dieses sich von ihm abgewendet hat. Nichts anderes, liebe Gläubige, ist die Geschichte und die Gegenwart. Wenn wir heute also viel Zeit zu verlieren, wer ist mit wem da in diesem ganzen Nahen Osten, ist es die Türkei mit Syrien, mit Amerika, mit Putin oder sehr interessant, das kann man alles studieren, aber das Wesen der Dinge ist, dass hier eine von Gott abgefallene Welt, eine Welt, die im Wahn des Islams befangen ist, eine andere Welt, die im christusfeindlichen Zionismus versucht, die Welt zu erobern. In diesem Kontext lässt Gott zu, dass die Völker gezüchtigt werden und nicht zuletzt Europa wird gezüchtigt. Wie nicht anders, wenn nicht in der Barmherzigkeit und in der Gerechtigkeit Gottes diese Sachen zu lesen. Das sei also die Gnade, die uns beschieden werden möge, und durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria unser Heil zu erwirken, dem Nächsten zu helfen und alles im Lichte der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes zu sehen, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.